Mich ärgert es gerade selbst ein bisschen an mir, dass ich nicht stream, sondern hier Satisfactory spiele, aber ich habe halt auch voll Bock drauf, ne? Ja, ist doch okay. Ja, ich will halt mein eigenes Stream-Goal eigentlich erreichen. Ich weiß, aber. Oh, jetzt habe ich mir schon wieder irgendwie doof aufs Kabel gesetzt, verdammt. Ich weiß, dass du ja dein Ziel erreichen willst, aber. Ne. Manchmal muss man auch einfach das machen, worauf man mehr Bock hat. Ich meine, ich habe ja jetzt auch ewig nicht mehr gestreamt gehabt. Ups, obwohl ich zwischendrin mein Ziel hatte. Und jetzt habe ich ja so richtig Bock auf Minecraft, weil ich wieder was zu bauen habe. Bei dem Thema, ich mache mal die Musik an. Ja. Okay. Ja, es ist ja wie Livestreamen, wenn ich dich hoste. Genau. Nur, dass es nicht auf meinen eigenen Counter gezählt wird. Ja. Gut, und damit seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Live. Lol, da hatte ich erstmal einen fetten Lag, der hätte mich fast das Leben gekostet, wahrscheinlich. Das kann ich momentan auch die ganze Zeit sagen hier. Hui. So, in letzter Zeit beende ich meine Folgen immer oben auf dem Tempelberg. Und normalerweise springe ich halt runter. Musst halt mit Doppelsprung, mit Doppelanlauf. Geht die Sonne auf oder geht sie unter? Normal musst du mit Doppelanlauf runterspringen, um im Wasser zu landen. Und. Na. Genau, durch den Lag wäre ich fast einfach runtergelaufen und da wäre ich dann unten voll aufgeklatscht. Bam, bam, bam. Mord. So, mit dabei im Discord-Call ist Roddick. Der ist aber so ein Sehr bisschen gut, ich abgelenkt, hab der ein spielt Leben. gerade Satisfactory. Aber da hat man wenigstens mal so einen Gesprächspartner im Call, mit dem man reden kann, der einem ein bisschen Gesprächszeug, Gesprächsthemen liefern kann. Ja, wenn die Zuschauer schon keinen Bock auf dich haben. Ja, eben. Muss der Freund halt herhalten. Ja. Ach, Helft mir scheiße, ich habe keinen eigentlich, werde Cobblestone ich mehr. dann später wieder im Keller eingesperrt. Ja. Hey, beschwer dich nicht. Du kriegst wenigstens Wasser und Brot von mir. Ich will Schnitzel. Ja, das will ich auch. Aber ich selber nicht. So, ja. Der Hauptinhalt der heutigen Folge wird wieder sein, dass ich die Mauer baue. Die Mauer muss weg. Ja, die Mauer wird erstmal gebaut, bevor sie weg kann. Die Mauer muss weg. Du bist außerdem nicht aus dem Osten. Ich Die hab hier. Mauer muss weg. Ich hab hier Lapis Lazuli Erz. Warum habe ich hier Lapis Lazuli Erz? Das wollte ich doch schon längst zerkloppen. So. Zack, zack. Oh, 1, 2, 3, 4. wie sehr werde ich mich hassen, jetzt das durchzuziehen, was ich hier vorhab. Wie sehr wird nachher dein Kumpel dich hassen? Ich baue jetzt gerade ein Förderband auf einem Förderband. Ja, dein Kumpel würde ich nachher sehr hassen. Ja. Fucking worth it. Das Genau. ist so fucking worth it. This is fucking worth it. Hallo Villager. Oh lol, du kaufst Kohle für Emerald. Einen Moment. Bam, 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 bam. Da ist meine Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ah, ich nehme noch einen zweiten Stack mit. Hast du eigentlich den Stream nebenher an? Gerade nicht, weil ich mich konzentrieren muss. Schade, Sonst weil. falle ich schneller in den Tod, als ich sagen kann, fucking worth it. So, eins für gekochtes Porkchop. Na, bist du jetzt gelevelt, du Villager? Nee, scheiße. Hey, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, du Arschloch! Du knall mir nicht die Tür vor der Nase zu, du Arschloch.
Wait, Enchanted Book Fortune 3? Ich muss Emeralds anschaffen gehen. Ganz einfach. Mach dir einen Kartographer. Chris, ich bin in Version 1.3.2. Kartographer gibt's hier noch nicht. Kurz gesagt, möchtest du mir sagen, kriegst es nicht hin? Wie, ich krieg's nicht hin? Keine Ahnung. Wollte gerade möglichst beleidigend sein, ohne beleidigend zu sein. Kartographer gibt's halt noch nicht. Kann ich ja nichts für, dass das hier noch nicht implementiert wurde. Mach mal. Ach, aber ich muss jetzt sowieso erstmal hinter zum... Na. Dingshaus hier. Zur Holzfällerhütte, um mir Holz zu holen für die Ecken. Ja, zwischendrin zweifle ich immer so ein bisschen an meiner Mauer, ob ich die so gut baue. Oh doch, ich mag's. Ich mag mein Dorf hier. Ich habe gerade meinem Kumpel da geschrieben. Folge niemals. Egal was du tust, dem Quarz. Soll ich ihm nachher mal schreiben, dass er sich das unbedingt angucken muss, weil du da was ganz Tolles gebaut hast? Natürlich, tu das bitte, tu das. Also eigentlich, ne, stehe ich ja nicht so auf Wolte, aber tu es. Ja. Was soll das jetzt heißen? Mir ist halt gerade wirklich was im Hals stecken geblieben. Ja, das würde ich jetzt auch ganz schnell sagen. Na also, wenn du das selber sagen würdest, stimmt's ja. Er meinte dann so, was passiert, dann habe ich ihn geschrieben, ich glaube, du fährst zu mir, um mich zu schlagen. Ich habe hier doch jetzt voll den Käse gemacht. Ja. Kannst du es nicht besser machen? Da muss es... Hier muss ich jeweils eins raus, oder? Nee. Ich mache übrigens gerade einen Speedrun, wie schnell schaffe ich es, bei meinem Freund aus dem Stream zu fliehen. Oh, das dauert noch. Das sind immer zwei, die hier drüber ragen. Oh Gott. Nein, das war nicht mal absichtlich, aber ich lasse es so. Ich bin gerade etwas verwirrt. Hä? Scheiße. Das ist, wenn man sparsam bauen will. Dann weißt du am Ende nicht mehr, wie du was machen sollst. So. Hui, da hätte mich der Leck fast runtergebröselt. Runtergeblökt? Ja, runtergeblökt. Blöck, blöck, Motherfucker. Ich muss das hier nochmal abreißen. Oh shit, das war meine Spitzhacke. Oh shit, ich hab keine mehr. Ach komm, weißt du was? Ich baue mir jetzt hier einen Bastelkasten. Steht ja noch nicht hier genug in der Welt rum. Bastelkasten? Ja. Verurteile mich nicht. Wie kommst du denn auf dieses Wort? Durch Gronkh! Derselbe Mensch, der auch seinen Chat Ulf nennt. Keine Ahnung, ich gucke seine Livestreams nicht. Du musst keinen Livestream gucken, um das zu wissen. Wieso? Weil das aus seiner Ding kommt, aus dem Devour Let's Play von Papan. Ja, Devour gucke ich ja auch nicht. Schande über dich. Ja. Wo
wollte ja eigentlich gestern Abend das Ranch-Let's Play anfangen von Gronkh und Turbinator, aber irgendwie habe ich mir halt dann lieber Deadpool 2 den Anfang gegeben. Warum? Warum nicht? Naja, bei Deadpool hat mich halt die Vorschau schon so abgefuckt. Ich fand beide Filme echt gut. Ach, deine Mutter ist zu steil. Oh Mann. Weißt du, jetzt darf ich hier das ganze eh schon verquere Förderband umplanen. Shit, ich fahr runter, ich sterb sowas von. Nein, halbes Herz. Boah, nee, die Musik brauche ich jetzt nicht. Gott, ey, das eine Huhn hätte mich gerade fast erschreckt. Auf einmal ploppt er dem so ein Ei aus dem Arsch und ich höre nur den Sound. It's a killer chicken, a killer chicken. Ja, das Evil Chicken. Ich habe schon wieder keine Stone Bricks mehr. No! Komme ich nicht auch durch den Hafen in meine Stadt wieder rein? Durch meinen armseligen Pseudo-Hafen? Was bist du denn? Warum ist hier ein Zombie unter Wasser? Das ist vielleicht so ein Ertrunkener. Was? Ein Ertrunkener. Was ist das denn jetzt schon wieder? Zombies, die unter Wasser sind und Wasserleichen sind. Seit wann gibt's denn so einen Bullshit? Wenn du die Phantom-Version hast, müsstest du die haben. Gut, andere Frage, warum gibt's so einen Bullshit? Ich weiß es nicht, aber wenn die dir einen Dreizack droppen, hast du eine der coolsten Waffen im Spiel. Ich hab ein Eisenschwert. Scheiß aufs Eisenschwert, wenn du dem Dreizack die richtige Verzauberung gibst, kommt der immer wieder zu dir zurück. Warte mal, was wurde ich jetzt in der LOL-Gruppe gepostet? Weiß ich nicht. Ich bin da nicht drin. So. Ja, aus meinem LoL-Team ist ziemlich krass abgegangen. Hat er seinen Endgame-Score gepostet. Oh. So richtig mit Schwanzvergleich und allem? Ja, fast. Sind diese hässlichen Säufer hier immer unter Wasser oder sind sie nur nachts unter Wasser? Die sind immer unter Wasser. Die verbrennen nicht. Wow. Also im Wasser zu arbeiten war ja eigentlich mal ganz witzig. Jetzt nicht mehr. Nee. Es ist ja genauso bescheuert wie Edmund Macmillan hier mit seiner Äußerung über Isaac. Hm?
In Binding of Isaac mit Repentance wurde einiges genervt. Also Devil Deals scheinen komplett nicht mehr worth it zu sein. Devil Deals waren aber das coolste mit. Ja, die scheinen jetzt komplett wertlos zu sein, weil die Items totgenervt wurden. Und die Deals unheimlich teuer geworden sind. Weil früher konntest du ein rotes Herz haben und weiß nicht, drei schwarze. Und da hat ein Item zum Beispiel drei rote Herzen gekostet. Hast du dir für dann ein rotes Herz Brimstone für drei rote Herzen kaufen können. Die anderen zwei roten Herzen. Das war cool. Ja, das war mega cool. Jetzt kostet es ein rotes Herz und zwei Seelenherzen. Dass du halt wirklich drei Herzen dafür bezahlen musst. Ich glaube, der Schaden von einigen Items wurde runtergenommen. Dazu wurde auch Brimstone genervt, also so diese Laser Barrage allgemein. Azazel zum Beispiel hat auch richtig gelitten. Azazel hat doch damals schon gelitten nach dem Release. Ja, der wurde relativ zeitig runtergenervt, aber der wurde dann schon wieder angepasst. Es wurde dann so angepasst, dass sein Laser Charge langsamer ist. Dass er den langsamer auflädt. Aber jetzt lädt er halt immer noch langsam auf. Macht, glaube ich, denselben Schaden, aber die Laser Barrage dauert nicht mehr so lange. Der Laser fällt nur noch ganz kurz. Also nicht kurz vor der Reichweite, die Reichweite war schon immer kurz, aber die Dauer. Die Dauer ist unheimlich kurz. Weil früher konntest du damit mehrere Gegner, die nebeneinander stehen, lasern. Da bist du auf einen raufgegangen und hast den Laser geschossen und konntest ein bisschen durchgehen, um mehrere zu erwischen. Jetzt schaffst du manchmal einen Gegner mit dem Laser zu erwischen. Manchmal. Ja. Na, der ist halt so kurz, wenn du dann auch gleichzeitig ausweichen musst, schaffst du nicht mal den einen Gegner. Also es wurde einiges genervt. Und anscheinend war der Kommentar von Edmund Macmillan dazu, ja, das ist die neue Meta. Man muss sich jetzt anpassen, man muss jetzt lernen, so Improvise, Adapt, Overcome, um halt wirklich besser zu werden. Kann ich irgendwo akzeptieren, dass er das sagt? Das Problem daran ist, dass die Items jetzt so tot genervt wurden, dass du einen Scheißdreck machen kannst. Weil die Gegner dazu wurden gebufft. Wo ich mir auch denke, okay, entweder nervst du die Items oder buffst die Gegner. Dass du halt wirklich so dieses Overcome-Level erreichst. Aber doch nicht die Items wertlos machen und die Gegner dann übermäßig stark. Nee, das ist doof. Vor allem Isaac soll ja jetzt nicht so ein Tryhard-Ding sein. Das ist halt wo ich mich mal hinsetze, wenn ich gerade am Feierabend 5 Minuten oder 10 Minuten Zeit habe und einfach mal Bock habe. Ja, so ein bisschen casual-mäßig. Und Hard-Mode gibt's ja auch noch für die, die halt besser werden in Isaac, ne? Die halt auch mal 2-3 Runden hintereinander machen. Und dann entsprechend irgendwann einfach mal stärker werden. Ich meine, ich war immer relativ gut in Isaac, aber jetzt kannst du teilweise Schüsse nicht mehr dodgen, weil Gegner teilweise homing sind, beziehungsweise so ein Pre-Aim haben, dass die dir voll einen reindrücken. Es fliegen so viele Partikel auf dich zu, dass du da teilweise nicht mehr ausweichen kannst. Und die Dinger sind teilweise einfach übermäßig stark. Das ist so absolut unverhältnismäßig geworden. Und deswegen hoffe ich darauf, dass der Mod-Support bald wieder zurückkommt. Weil es gab hier zum Beispiel es gab so eine Workshop-Mod von Steam. Da konntest du dann anpassen, welche Items du bekommst. Und okay. Da würde ich dann das eiskalt so machen, dass wenn ich zum Beispiel mit Azazel einen Devil-Deal mache, ich mir die Seelenherzen zurückhole. Weil das früher halt einfach wirklich so war. Du hast ein rotes Herz gehabt, okay, dann hast du ein rotes Herz für drei gegeben. Dann hast du ein teures Item zum Preis von einem roten Herz bekommen. Das war halt das Spielprinzip. Das war halt dieses Game-Breaking, was da so teilweise drin war. Ja, und das hast du aber auch gemacht, weil es Spaß macht. Ja. Und weil es ja gerade darum ging, ich meine, richtig. Weil es ja gerade in dieser ganzen Moral-Story auch irgendwo mitging, da in dem Fall den Teufel zu betrügen. Ja, und im Prinzip baut Isaac ja auch auf so einen kreativen Ideen auf, finde ich. Dass du eben so dir überlegen musst, okay, dieses Spiel hat halt schon eine Herausforderung. Isaac ist meiner Meinung nach herausfordernd. Und du musst halt gucken, wie schaffst du diese Herausforderung. Und aktuell macht es teilweise echt gar keinen Spaß zu spielen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich bin aktuell richtig angepisst von Isaac. Ja, du. Und dann eben die ganzen neuen Gegner. Es gibt ein paar neue Ebenen. Vor allem, du hast halt das Pech jetzt. Ich habe das alte Isaac noch. Ohne Repentance. Ich kann auch auf Anti-Birth Plus downgraden. Geht Da auch. kannst du. Ich dachte, du kannst das nicht. Deswegen. Nee, soweit ich weiß, kann man noch ein Downgrade machen. Aber oh, soll ich wirklich eine 5 breite Mauer machen? Das ist schon ein bisschen krass. Ja, also man kann noch ein Downgrade machen, aber es ist halt, ich habe mir Repentance gekauft, um die neuen Inhalte zu spielen, aber auch um Spaß an Isaac zu haben. Aber so wie es gerade läuft, es ist einfach nur dumm gerade. Glaube ich. Und halt eben auch frustrierend.